Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn ihr wissen wollt, welche CB-Mobilfunkantenne ich mir neu bestellt habe, dann bleibt einfach dran. Die in meinem Video gezeigten Sachen sind von meinem eigenen Geld bezahlt. Es ist also keine Werbung und es ist auch kein Sponsoring in diesem Video. Okay, kleine Geschichte vorab. Der Markus vom Kanal Odin und Freier B. Vielleicht schaut ihr mal rein. Ich lasse euch mal in meiner Videobeschreibung den Link von dem Kanal. Und ja, wir haben uns so ein bisschen unterhalten und es ging darum, ich wollte eine CB-Funkantenne, die nicht direkt so auffällt. Ich habe natürlich schon einige, auch solche großen Magnetfüße mit Antennen, die halt auch schon sehr lang sind, unter anderem die Pan. Dann habe ich noch eine Stabo Magnum, das ist mit so einer dicken Spule und so einem relativ langen Draht oben raus, die auch sehr gut funktioniert, aber die sind natürlich alle sehr groß und ja, die fallen auch sehr stark auf. Ich wollte so ein bisschen inkognito funken und mein Auto hat generell keine Antenne, die ist also innen verbaut, das Digitalradio. Also habe ich mich mit dem Markus halt unterhalten darüber und er hat gesagt, er hat sich eine bestellt und der hält die für gar nicht so schlecht. Ist natürlich jetzt kein Riesending, aber man kann damit funken und er wohnt in der tiefsten Eifel und hat da ohne Probleme Reichweiten bis 10 Kilometer drin. Habe ich gesagt, okay, das reicht ja für den Nahbereich auf jeden Fall und bei mir hier ist alles relativ frei. Ich wohne ja hier im Flachland und da werde ich wahrscheinlich noch weiter rauskommen. Ja, und da habe ich gesagt, so schick mir mal bitte, was du da bestellt hast, ich besorge mir das auch, das klingt ganz vernünftig, das Gerät. Es ist jetzt auch nicht sonderlich teuer, ich habe 29 Euro dafür bezahlt und es ist also hier dieses Ding, ich habe es noch nicht ausgepackt und es handelt sich um die PNI Extra 840 CB Antenne, ja, ist 48 cm lang, deswegen 48. Und es ist direkt mit einem Magnetfuß in diesem, in diesem schrägen Style, wie damals eigentlich alle Radioantennen auch waren. Das heißt also, es unterscheidet sich nicht großartig von einer Radioantenne. Gut, und das war jetzt eigentlich auch mein Anliegen, dass es von außen her gar nicht so sehr nach CB-Antenne aussieht, ne? Riesengroß und so einen fetten Magnetfuß, sondern eigentlich eher klein und unscheinbar und von außen, also jetzt hier so zusammengepackt, sieht das Ganze schon sehr stark danach aus. Ich habe das natürlich auch schon aufgebaut bei Markus gesehen, er hat mir da mal kurz ein Video gezeigt, ne? Einfach mit dem Handy, hat er mir das dann per WhatsApp geschickt, das fand ich sehr cool und habe ich gesagt, das Ding möchte ich auch haben, ist genau das, was ich suche und ich habe dann schon eine Referenz davon, dass es einigermaßen gut läuft. Das ist natürlich kein Brüller. Wenn ihr zum Thema Mobilfunkantennen einen ausgiebigen, wirklich super genialen, geilen Test sehen möchtet, ich verlinke euch auch diesen Menschen in meiner Videobeschreibung, dann schaut rein beim 13 Hotel November 2507. Das ist der Sascha. Und also 13 Hotel November 2507 beim Sascha reinschauen und der hat gleich 6 richtig gute Mobilfunkantennen getestet. Schaut euch den Test an, der ist wirklich großartig. Da kann man einfach nichts mehr zu sagen. Hier bei mir handelt es sich nur um dieses Gerät hier. Ich werde das jetzt mit euch zusammen auspacken und dann noch installieren und dann schauen wir mal, wie das Gerät läuft. Aber ich denke mal, der Markus wird da schon so seine Erfahrungen mit gemacht haben. Aber ich teile die mit euch natürlich hier auch nochmal gerne. So, nochmal vielen Dank an den Markus an der Stelle und
Ich bin gespannt, was das Ding kann und wie das dann an meinem Auto aussieht. Ich packe das jetzt erstmal mit euch zusammen aus. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Also ich denke mal, wenn mich nicht alles täuscht, kann man hier einfach dran ziehen. Ja, das geht hervorragend. Das ist natürlich eingeschweißt. So, das Auspacken ist ja schon mal nicht so schön. Ja, diese eingeschweißten Verbiesterungen, die sind schon mal relativ biestig. Es ist, ja, Plastik. Sehr leicht alles. Das fühlt sich jetzt alles sehr plastisch an und wie gesagt, sehr leicht. Oh, aber der Magnet, der ist gut. Oh, der hält wie bekloppt. Ja, da kann man jetzt nichts sagen. Klar ist natürlich, dass man vorher sein Fahrzeug sauber machen sollte und die Stelle, auf die man das, wenn man die Antenne dann draufpackt, dann auch vorher reinigen sollte. Ja, und dann dreht man das Ganze ja eigentlich nur so drauf. Dann ist die Antenne schon fertig. Die steht auch schon in diesem Winkel, hat diese Anschrägung. Wie gesagt, sieht dann eher aus wie eine Radioantenne und das ist ja auch quasi meine Idee gewesen. Wie gesagt, die Idee ist, dass ich dieses Teil permanent drauf lasse, dass ich da gar nicht mehr groß dran rumfummeln muss, wenn ich dann einsteige, dass ich dann quasi nur Funkgerät einschalten und permanent da irgendwo eine kleine Antenne dran habe für quasi den Nahbereich. Wenn ich größer raus will, dann nehme ich natürlich den Standfuß, den Teleskopmast und meine T2LT-Antenne mit. Das ist dann quasi für die X-e, wenn man irgendwo auf dem Breakerhügel ist und möchte wirklich weit rauskommen. Das nur so für quasi in the Bird, wie man hier so sagt, also alles um die Ecke. Hier gibt es noch ein paar Informationen zu der Antenne. Nun gut, ich denke, die Beschreibung braucht kein Mensch, wie man diese Antenne installiert und ja, wie das Ganze dann an meinem Auto aussieht und wie das Ganze auch vor allem funktioniert, das zeige ich euch dann jetzt. So, ich bin heute hier, um diese hervorragende Antenne auf mein Auto quasi zu installieren. Ja. Ich habe das schon mal so ein bisschen vorbereitet, schon mal was aufgemacht und am besten stelle ich hier die Kamera hin und dann lasse ich laufen und dann könnt ihr zugucken. Oh, das ist das Einfachste. Heute ist furchtbar warm, es donnert die ganze Zeit, es ist irgendwie gewittrig, war gut, aber solange es nicht regnet, alles top. Schauen wir mal, wie das jetzt läuft. So, theoretisch habe ich das jetzt hier. Und ja, habe ich jetzt hier drin Handschuhfach. Das Gerät. Sache. Also praktischer geht's gar nicht mit dem Ding. Was ich jetzt natürlich nicht weiß, weil ich habe natürlich vergessen, SWR-Meter mitzunehmen. Das war ja nicht so pfiffig, aber man kann ja erstmal nur gucken, wie es um den Empfang bestellt ist. Ja, und wo ich auch noch nicht weiß, wo genau ich mit dem Ding dann hin will. Aber ja, that's it eigentlich. Mal gucken, ob ich schon auch nur ansatzweise irgendwas empfange mit dieser Riesenantenne.
dieses Rauschen, was ihr zum Schluss gehört habt, das ist tatsächlich irgendein elektronisches Gerät. Ich weiß nicht, ob es das Funkgerät ist oder irgendein anderes elektronisches Gerät aus dem Fahrzeug, was halt die Kamera immens gestört hat. Deswegen hat es ständig so gerauscht. Ich dachte so, oh, könnte ja auch der Wind sein, aber nein, das war es nicht. Und ja, was habe ich da gemacht? Im Grunde genommen habe ich jetzt die ganzen Kanälchen mal abgesucht und ich habe tatsächlich was gehört. Ich bin da fündig geworden, ging schon los auf R13, aber das waren da Italiener und ja, scheint wohl sehr DX-lastig wieder gewesen zu sein. Jetzt niemand aus der näheren Umgebung, mit dem man sich mal eben hätte verständigen können sein. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das stört irgendwas. Aber die Kamera wird gestört, also die Tonaufnahme der Kamera. Ja, deswegen habe ich da ein bisschen rumprobiert und geguckt, aber ja, ja, da habe ich dann quasi noch gesagt, dass man da doch was hört und die Antenne vom Empfang schon mal ganz nett ist. Aber mehr man noch nicht dazu sagen kann. Von daher muss man halt abwarten, wie sich das entwickelt. Also was für viele interessant ist, ist natürlich auch noch der SWR-Wert. Und deswegen möchte ich den auch niemandem verheimlichen. Dann gehen wir noch direkt mal dazwischen. So. Ich muss das hier nochmal abbrödeln. Boah, das ist ein bisschen stramm hier bei der Antenne. Mhm. Meine Güte. So. Und. So. Dann gucken wir mal. Kanal 23. 20. So. Das wäre. Erstmal gar nichts. Doch. Jetzt. Und rückwärts, was haben wir da? Krass, 1 zu 1,1, also hier. Forward, ne? SWR. Ist auf unendlich, so wie es sein muss. Ja. Und wenn ich jetzt hier umstelle, zack, dann bewegt sich die Faktnadel überhaupt nicht. Oh, ich würde sagen, also für Plug and Play kann man absolut einen Daumen machen. Also, ne? Markus, danke dafür, weil das war jetzt erstens nicht viel Arbeit und das Ding funktioniert einfach. Ich bin schon ein bisschen begeistert. Ne? Man muss nichts einstellen, gar nichts. Man pappt das Ding einfach dran, hält auch bombenfest, sieht total inkognito aus, also man erkennt es nicht als CB-Antenne. Ja, und was soll ich sagen? Hat da noch einen Bomben-SWR-Wert, wo man sich überhaupt nicht beschweren kann. Ich sag mal, das ist in Ordnung. Das können wir so lassen. Ich brauche nichts befestigen. Optimal. Das kleine Ding. Ich schwing's mal rum. Also so sieht das Ganze dann quasi aus. Ne? Kann man hier einfach auch mal rausnehmen. Aber so alles in allem liegt das da drin. Das, ne, wenn man jetzt nicht fährt wie so ein Irrer, was ich eigentlich selten mache, dann ist das eine runde Nummer hier. Also abschließend zum Fazit kann ich nur sagen, der Aufbau war wirklich kinderleicht. Der dabei gelieferte Magnetfuß, der hält wirklich granatenstark. Wenn man den einmal drauf macht, ist er wirklich so stark da drauf, dass man den nur schwer wieder abkriegt. Also überlegt euch vorher, wo ihr den hinhaben wollt, weil den dann nochmal zu verschieben oder zu versetzen, ist dann nicht so einfach. Ja? Wenn man sich jetzt nicht gerade irgendwelche
ja, Kratzer zuziehen will. Dadurch, dass man das halt so übelst über den Lack zieht, da macht man sich natürlich auch Kratzer rein. Also ich würde immer empfehlen, den irgendwie abzukippen und vorsichtig abzunehmen und dann wieder neu anzusetzen und nicht einfach über den Lack zu ziehen. Kommt natürlich darauf an, wie ihr da, wie vorsichtig ihr mit eurem Lack seid. Und ja, zuvor habe ich noch heute eine Fahrzeugwäsche vorgenommen, damit der grobe Dreck und der Schmutz erstmal weg ist. Ne? Ein bisschen Staub, okay, ich denke mal, ganz leichte Kretzerchen oder so Schlieren wird man immer irgendwann haben, wenn man so einen Magnetfuß länger dran hat. Aber gut, das sind halt die Opfer, die man dann bringen muss. Sonst muss man halt verschrauben. Der SWR-Wert ist echt granatenstark, der hat mich total überzeugt, von daher also wirklich super. Und die Installation selbst war halt an sich überhaupt kein Problem. Dadurch, dass das Kabel so dünn ist, kann man das wirklich überall durchführen. Das kann man einfach auch durch die Dichtung klemmen, also beziehungsweise durch die Dichtung ziehen und ja, in der Dichtung klemmt das dann. Das scheint wohl überhaupt nichts zu machen. Ob das jetzt tatsächlich der Fall ist, das wird natürlich der Langzeittest dann noch zeigen. Und ja, ich habe ja generell schon direkt einen guten Empfang gehabt. Wie die Antenne dann genau funktioniert, beziehungsweise wie weit man damit funken kann, das werde ich dann in nachfolgenden Videos immer mal mit einstreuen. Ne? Falls euch das interessiert, dann lasst mir ein Abo da. Drückt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß bei all euren Unternehmungen. Bleibt gesund und bis bald. Ciao!